Hallöchen, willkommen zu einem neuen Daily Vlog. Heute wirklich mal wieder ein Vlog. Und heute ist der Tag. Heute ist auch gleichzeitig der Tag der Verlosung. Dazu, das Video habt ihr wahrscheinlich gestern schon gesehen, weil ich bin mit diesem Vlog jetzt gerade einen Tag später dran als sonst. So, was steht heute an? Also, heute steht an natürlich die Verlosung. Ich werde das Auslosungsvideo machen. Dann werde ich das Paket verpacken. Das werde ich dann, wenn alles gut läuft, morgen auch schon zur Post bringen. Und jetzt fahren wir einkaufen. Wartet mal. Da fällt mir gerade noch was ein, was ich euch Neues zeigen kann. Mein Avocado-Bäumchen, ne? Da kommt jetzt oben ein kleines Blatt raus. Das ist voll cool. Die Wurzel ist auch schon wieder mächtig gewachsen. Die kringelt sich jetzt unten sogar. Aber das Highlight ist natürlich das kleine Blatt, was da oben rauskommt. So, ich würde sagen, auf zum Einkaufen. Gerade noch unterwegs zum Einkaufen und ich muss mich übrigens echt mal bei euch bedanken, weil was gerade auf diesem Kanal los ist, ist echt cool. Es kommen gerade so viele Leute dazu und dafür möchte ich mich einfach mal bedanken und ich möchte euch auch willkommen heißen hier auf diesem Kanal. Es freut mich, dass ihr hergefunden habt und dass es gerade läuft, wie es läuft. Vielen Dank dafür. Es ist voll warm, also es sind auf jeden Fall 19 Grad und das tut so gut, dass es endlich wärmer wird. Wir sind jetzt am Turm, wollen Silikon holen für unsere neue Duschwand. Und ich will Blümchen gucken. Noch ein kurzer Abstecher in den Marktkauf. Eine neue Sprühflasche für meine Orchideen holen. Ich habe sie nämlich nicht gepflegt bekommen. Voll doof. Wow, Blümchen. Orchideen. Voll schön. Die finde ich auch so toll, aber die gehen bei mir immer ein. Warum? Mann. Jetzt habe ich was gefunden. Wow. Hilfe! Fass mich nicht. Oh, wie schnell die zugehen. Wahnsinn. Wow, voll lustig. Da hängt einfach mal eine Ananas dran. Eine Baby-Ananas. Krass. Ich glaube, so eine nehme ich mit. Ich habe Angst, ranzukommen. Ah. Okay. Ich finde die cool. Jetzt bekommt mein Avocado-Kerngesellschaft hier oben. Das habe ich noch gar nicht erzählt. Ich muss halt übrigens auch noch die Tasche packen, denn morgen früh verreisen wir. Morgen früh geht es in die Hauptstadt und wir wollen so viel anschauen. Es wird auf jeden Fall spannend, also bleibt auf jeden Fall dran. Ich habe gerade die Verlosung ausgelost von dem Lovely Set. Herzlichen Glückwunsch, Finja. Ich mache dein Set auch gerade schon versandfertig, sodass ich es morgen schon abgeben kann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, ich bin so ein Noob im Verpacken. I'm sorry. Aber gut, es kommt hier auf den Inhalt drauf an. Und der ist schön. Mittlerweile ist es Abend und ich bearbeite gerade Bilder für Fotolia. Und wir haben so eine coole App entdeckt. Da kann man seine Bilder hochladen und die werden dann bewertet. Und man kann sogar auch ein bisschen was gewinnen dafür. Das sind die Bilder, die ich bis jetzt so bearbeitet habe. Also sieht ein bisschen komisch aus durch das Display, sorry. Also das habe ich hier bis jetzt bearbeitet. Die Farben kommen natürlich leider jetzt durch Legri auch nicht so rüber. Aber ja, das sind alles so Bilder, die ich bis jetzt gemacht habe. Bearbeite jetzt weiter. Die App heißt Guru Shots und man kann da quasi an verschiedenen wie Challenges teilnehmen. Zum Beispiel lade ein Foto hoch, was zur richtigen Zeit geschossen wurde. Dann haben wir zum Beispiel Guru Shots Made Me Do It. Dann haben wir zum Beispiel Your Exhibition Shot. Und hier sind 1087 Totally Votes drauf. Ich bin echt gespannt, was man mit der App so alles machen kann. Also ich hätte nicht gedacht, dass die Bilder so abgehen, aber ich bin positiv beeindruckt.
Ich muss übrigens auch gleich noch die Tasche packen, weil wir fahren morgen nach Berlin. Oh, ich freue mich. Oh Gott. Ich freue mich wirklich so sehr auf Berlin. Ich freue mich wie ein kleines Kind. Sagen wir es mal so, das ist der richtige Ausdruck. Ich werde die Tasche also jetzt für 2 Tage packen. Ich packe immer vorsichtshalber für 1 Tag länger, also packe ich für 3 Tage. Und dann kann es morgen früh losgehen. Wir haben auch so 2-in-1 Gutscheine, da können wir zum Beispiel für also 2 Leute für einen Preis, also zwei Leute kommen rein, einmal wird bezahlt. Und da können wir zu zweit für einmal bezahlen bei Madame Tussauds rein und bei Berlin Dungeon und sowas. Ich werde jetzt noch ein bisschen Bilder bearbeiten, vielleicht nebenbei Stream gucken, weil Behind You streamt. Es ist mittlerweile kurz nach 10. Ich werde jetzt noch meine Sachen packen gehen für morgen, wenn es dann losgeht. Ich freue mich schon so sehr, oh mein Gott. Dann werde ich noch die ganzen Kameras anstecken an die Ladestation und dann bin ich eigentlich so weit, dass ich schlafen gehen kann. Den Vlog würde ich dann an dieser Stelle heute auch beenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst doch gerne ein Däumchen da oder schreibt einen netten Kommentar. Ihr wisst, ihr werdet erwähnt, eingeblendet mit ein bisschen Glück. Abonnieren ist kostenlos, würde mich und mein kleines Kanälchen wirklich sehr unterstützen. Aktiviert das Glöckchen, dann sehen wir uns auch beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, tschüss!